Oh, Verzeihung, ich wollte deinen Kristall nicht für mich beanspruchen. Er ist nur so faszinierend. Hier hast du ihn zurück. Professor Lumberton hat mir geschrieben, dass ein gewisser Marquess am Luftschifflandeplatz in Gridania auf dich wartet, auf dich und den Kristall wartet. Bisher hast du mir verschwiegen, was du mit dem Kristall genau vorhast. Aber angesichts der Gefahren, die du dafür überwunden hast, muss es etwas sehr Wichtiges sein. Allzu viel möchte ich über dein Vorhaben lieber gar nicht wissen. Sonst werde ich nachher noch in Angelegenheiten verwickelt, die meinen Horizont übersteigen. Ich konzentriere mich lieber auf meine Forschung. Ja genau, konzentriere dich lieber auf deine Forschung. Okay, ja. Er wartet in Luftschiff? Dings auf uns? Dann gehen wir mal hin, ne? Ich glaube, der Dresdenplatz ist schon richtig. Ach, ich kann ja hier nicht reiten. Egal, da vorne ist auch schon das Grande Final. Ja, nicht ganz. Die eine Quest kann ich nachher noch annehmen, die ich von denen bekomme, um halt Garuda freizuschalten und dann Garuda in einem epischen Fight kämpfen werde. Das passiert aber nicht mehr heute, in diesem Part oder so. Das ist dann erst im nächsten Part. Nein, da will ich nicht lang. Ah, ich muss erstmal zu dir. Seid gegrüßt, meine Dame. Möchtet ihr den Landbereich betreten? Natürlich. Oh, was ist hier für Feuerwerk? Was ist denn hier los? Ach so, deswegen komme ich nicht rüber. Hey Sid. Alfino. Die Reparatur und der Umbau der Enterprise sind fast abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch der denaturierte Kristall. War klar, dass jetzt noch eine Sequenz kommt. Perfekt! Damit haben wir alles, was wir brauchen. Ich muss nur noch ein paar Tests durchführen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich bin zuversichtlich, dass die Enterprise mit dem denaturierten Kristall in der Lage sein wird, jeden Sturm unbeschadet zu durchfliegen. Selbst die von Garuda erschaffene magische Sturmbarriere. Schon bald wird sich die Enterprise wieder in die Lüfte heben. Und diesmal stärker und wendiger als jemals zuvor. Endlich bin ich wieder in meinem alten Element. In meinem Element, so. Stimmt, ich habe ja nichts, was ich gebrauchen könnte. Und die Quest nehmen wir an. Das sollte funktionieren. Ich habe deine denaturierten Kristalle in einem Elementarumwandler eingebaut. Wir werden die Windmauer Garudas mit dem Kristall aus Lanosea ins Element Wasser überführen. Dann wird der gridanische Kristall die wasserelementare Ladung in Erdenergie umwandeln, die dann durch den Kristall aus Tanalan ins Element Feuer transformiert wird. So wird in einem dreistufigen Prozess Wind zu Feuer, verstehst du? Eine meiner leichtesten Übungen. Jetzt müssen wir den Wandler nur noch ins Schiff einbauen. Es ist schon seltsam, ich erinnere mich an so gut wie nichts, aber diese Handgriffe beherrsche ich immer noch, wie im Schlaf. Ich bin eben doch zum Techniker geboren und nicht zum Totengräber. Ich fange dann mal an. Die Enterprise wird dich wieder zu erkennen, wird nicht wieder zu erkennen sein. In Garudas Windwand gehört auch ein elementarer Tapetenwechsel verpasst. Ja, wir hätten dann noch einen Helm bekommen, aber den können wir auch nicht mehr brauchen.
So, das sollte halten. Das also ist die legendäre Enterprise. Wir müssen ins nördliche Körtas. Garudas Altar liegt beim tosenden Auge. Also dann, Abflug! Ich habe dieses Schiff gesteuert. Mit meinen eigenen Händen. Mit ein paar Draufgängern an Bord. Solchen wie dir. Seit wann habe ich eigentlich diese schräge Brille? Oh, als Kind habe ich mich ja noch fein rausgeputzt. Ein richtiges Engelchen. Und ein Wunderkind. Ja, nur da habe ich mich meinem Vater nahe gefühlt. Als Galear wurde ich geboren und als Galear erzogen. Ich lernte Magitech, Maschinenbau, wie mein Vater, und wurde Ingenieur, wie er. Wann war es, als wir aufhörten, miteinander zu sprechen? Wohl damals. Als du in das Projekt Meteor hineingezogen worden bist. Was macht es? Er war an deiner Stelle für mich da. Aber er war um nichts besser. Ein Narr, dem sein Ehrgeiz jeden Skrupel genommen hatte. Besessen von der Gier nach Macht. Und ich rannte vor Gaius davon, nach Eosea, und baute hier die Metallwerke auf.
Jetzt erinnere ich mich, wie alles begann. Wie ich mit den Abenteurern gemeinsam kämpfte gegen dein Projekt Meteor, das dich zugrunde gerichtet hat, Vater. Unsere Kunst dient der Freiheit, nicht der Unterdrückung. Das wollte ich zeigen, Vater, dass es noch einen anderen Weg gibt. Die neue Ausrüstung war das sichtbare Zeichen für meinen Entschluss. Dass ich diesen Wind, diesen Himmel vergessen hatte. Der Lichtschein, den ich vorhin gesehen habe, der kam von dir, nicht wahr? Alle Galear haben ein drittes Auge auf der Stirn, weißt du? Vielleicht hat mir ja das auf die Sprünge geholfen. Oder es war einfach Zeit, sich zu erinnern. Dieses Schiff wurde dafür gemacht, um Helden wie dich an die Front zu bringen. Ich war nie stolzer, die Enterprise mein Schiff zu nennen. Sid, du erinnerst dich an all das? Alfino, ich habe lange gebraucht. Jetzt weiß ich alles wieder. Ich bin Sid Garland, der Chefingenieur der Garland Metallwerke. Auf geht's! Lassen wir die Windbraut nicht warten. Okay, gehen wir zu Alfino. Wir haben die Mauer durchbrochen. Gleich werden wir Garuda sehen. Nun endlich stehen wir ihr gegenüber, auf dass all unsere Bemühungen nicht vergebens gewesen sein mögen. Damit haben wir uns den Zugang gemacht. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich von euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zveneta. Und jetzt wissen wir auch alle Bescheid. Tenshin an. Hallo und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy XIV, Aurelion Reborn, im Kampf gegen Syphilis, ich meine gegen Garuda. Wie könnt ihr es nur wagen, mich zu belästigen? Habt ihr jämmerlichen Würmer vergessen, wo euer Platz ist? Den Staub der Erde, wo ich euch zermalmen werde. U12 steht uns bei. Ist das die Windgöttin Garuda? Allein ihr Anblick lässt mir schon das Blut in den Adern gefrieren. Die Exal, natürlich. Seht nur, da drüben. Was ist mit den Kobolden los? Und den Amaljar? Fangen Amaljar und Kobolde? Sollen sie Garuda geopfert werden? Sprecht, närrische Sterbliche! Was führt euch hierher? Warum sollte ich euch auch nur einen Augenblick lang meine Aufmerksamkeit zuteil werden lassen? Garuda, wir sind gekommen, um dir ein Ende zu bereiten.
Haha, wie amüsant. Das Gewürm begehrt gegen die Herren der Winde auf. Doch eure blasphemischen Worte werden euch in euren Hälsen stecken bleiben. Zu Boden mit euch! Werft euch in den Staub und winselt um Gnade! Das Gewürm, wie du es nennst, ist durch die Luft geflogen und hat deine Barriere durchbrochen. Du hast keine Macht über uns, Garuda. Glaubt ihr wirklich, mir die Stirn bieten zu können? Und das ausgerechnet hier in meinem Reich? Ihr seid nichts weiter als Kriechtiere, die vom Fliegen träumen. Der Wind wird euch zerfetzen und euer Blut in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Können wir anfangen? Werden wir erschlagen, die Federlosen, zu Ehren von Garuda! Na, versucht's doch. Helena, überlass das Federvieh uns und kümmere dich um Garuda. Nur du kannst sie bezwingen. Wenn wir heute siegen, können wir Eorzea vor der Primae retten. Los, Helena, kämpfe für die Morgenröte, für Eorzea. Natürlich. Auf geht's. Du erbittest also die Gnade, durch meine Hand zu sterben. Nun gut, sie sei dir gewährt. Doch denke nicht, dass ich Gnade walten lasse, sobald dich grenzenloser Schmerz deiner Torheit begreifen lässt. Oh mein Gott, das wird ein Kampf. Ich glaube, das ist so eine Art Final Boss, ne? Aber so richtig Final Boss. Soll ja die stärkste sein. Die stärkste der Prima, eh? Dam, dam, dam. Auf geht's! Ich muss immer schön hinter ihr stehen. So. Klar, ich bin ein Level. Okay. Wo ist die hin? Ich weiß nicht, ich glaube, die müssen wir zerschlagen. Ist hier noch was? Nee, ist Krauser. Okay. Oh, gefällt mir. Oh nein. Sie lässt, glaube ich, wieder... Ah, fuck! Was zum Teufel?
Haben wir hier einen mit einem MP oder was ist das? Auf Garuda! Wo ist die? Ach komm! Oh fuck it! Alter! Was? Was passiert?